Servus Bernd bei TK Rocked, die letzte Ausgabe sozusagen vor dem Heiligen Abend. Ich habe mir heute überlegt, dass wir ein schönes Wintergericht machen, rein vegetarisch. Ich möchte gerne einfach mal ein bisschen was machen mit Linsen. Da machen wir schon einen Linsensalat und dazu gibt es was mit Orange und Chicorée. Chicorée mal nicht als Salat, sondern auch mehr als Gemüse, den werden wir halt schmoren und dann nachher gratinieren. Ich finde es gerade in so einer kalten Jahreszeit eigentlich ganz cool, eigentlich, dass man diese Bitterstoffe vom Chicorée, das ist sehr gesund und da kann man wirklich schöne Sachen draus machen. Und Linsen finde ich ist sowieso eigentlich, Linseneintopf oder Linsensalat finde ich ziemlich cool. Sollte eigentlich im Winter nie fehlen und da machen wir jetzt was Schönes draus. Wäre super, wenn ihr mir mal auch mal ein bisschen Feedback gebt, wie es beim Nachkochen klappt. Könnt ihr gerne posten. Und das Rezept könnt ihr bei mir runterladen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir langsam damit an. Wir brauchen also, wie gesagt, Linsen. Ich habe jetzt, in dem Fall habe ich jetzt rote Linsen mal hergenommen. Die eignen sich eigentlich ganz gut dazu. Ihr könnt aber genauso so kleine Berglinsen nehmen. Keine zu großen Linsen hernehmen, die werden dann zu mehlig, die finde ich jetzt nicht ganz so cool dazu zum Salat. Dann, was auch wichtig ist, ist natürlich der Chicorée, mit dem würde ich jetzt gleich mal anfangen. Und zwar einfach hier ein bisschen was abschneiden, dann die äußeren Blätter, ein, zwei Blätter, machen wir ab. Ja, die brauchen wir nicht. Da auch. So. Dann der Länge nach schneiden, halbieren. Und jetzt finde ich, machen viele den Fehler, und es ist auch oft in Rezepten drin, dass man das ins kalte Wasser reinlegen soll, damit diese Bitterstoffe oder damit der Chicorée nicht ganz so bitter ist. Ich finde es ja eigentlich schade, weil eigentlich das bisschen das Herbe, das Bittere finde ich eigentlich ganz cool an dem Gemüse. Und damit das einfach mal ein bisschen geschmeidiger wird, salzen wir den vorher an der Schnittfläche und lassen den jetzt einfach mal so 5 bis 10 Minuten draußen stehen. Dann zieht er ein bisschen Wasser, zieht so ganz leicht die ganz groben Bitterstoffe weg, aber das meiste bleibt noch enthalten, also er laugt nicht aus und aus dem hat er dann gleich mal ein bisschen Grundgeschmack. So, dann machen wir als nächstes für die Linsen, damit die auch ein bisschen nach was schmecken, habe ich mir zwei Gewürze ausgesucht. Und zwar einmal ist es Fenchelsamen und Koriandersamen. Bitte, wenn es geht, die Gewürze immer im Ganzen hernehmen. Nicht fertig gemahlen kaufen, sondern einfach im Ganzen. Und dann entweder selber mörsern oder mahlen. Man kann das natürlich mit so einem schönen Steinmörser mit so einem Stößel feinmörsern. Wer das aber nicht hat, der kann folgenden Trick machen. Und zwar nimmst du ein bisschen Butter. Die soll so ein bisschen zimmerwarm sein. Aufs Schneidebrett drauf. So. Zack, bumm. Dann immer diese Gewürze in die Butter rein und hacken die jetzt ein bisschen fein durch. Die Gewürze habe ich ein bisschen warm gemacht. Warm und nicht heiß. Die sollten also nicht irgendwie rauchen großartig. Das soll gerade nach diesen Gewürzen riechen. Ja. Mal ein bisschen was rein. So. Und dann kann man die nämlich wunderbar hacken. Und ich finde es auch gerade ganz gut, dass die jetzt nicht irgendwie fein gemahlen sind, sondern einfach mal wirklich nur ganz grob durchgehackt sind. Das gibt der ganzen Sache auch noch ein bisschen eine schöne Textur. So. Jawohl, den Rest auch noch. So. So, jetzt hacken wir das Ganze nochmal schön durch.
Das gleiche könnt ihr auch mit anderen Gewürzen machen, wenn ihr die irgendwie hernimmt. Zum Beispiel beim Kümmel zum Beispiel, wenn man ein bisschen was mit einem Gulasch zum Beispiel macht oder mit einem Gemüse, mit einem Eintopf, dann kann man das eigentlich immer so ganz gut machen. So, dann Topf. In den Topf mache ich gleich diese Butter rein. Bis jetzt also diese Gewürzen wirklich noch verhältnismäßig grob. So. Voilà. So, jetzt lassen wir die Butter kurz aufschäumen. Die Linsen, ganz wichtig, immer vorher ganz gut mit kaltem Wasser waschen. Das ist wirklich wichtig. Egal, ob ihr sie später einlegt in Wasser, bei manchen Linsen muss man es vorher machen. Bei den roten Linsen und bei dem Salat würde ich es nicht machen, weil ich möchte einfach schon, dass sie noch ein bisschen einen Biss haben beim Salat. Aber ich habe sie wirklich ganz gut gewaschen mit kaltem Wasser. Das ist sehr, sehr wichtig. So, jetzt riecht es einfach mal schon wirklich super nach diesem Fenchel und Koriander. Jetzt tun wir die Linsen mit dazu. Dann habe ich ein bisschen Paprika, edelsüß. So. Dann würzen wir das Ganze ein bisschen. Salz. Also Pfeffer aus der Mühle. Gut, dann habe ich jetzt hier einen Geflügelfond. Den nehme ich zum Aufgießen her. Wenn wir keinen Geflügelfond haben, dann können wir auch einen Gemüsefond hernehmen natürlich. Ihr könnt es aber letztendlich auch Wasser hernehmen. Wenn nichts da ist, dann muss man es nachher noch ein bisschen besser abschmecken. Fabian Göpfer schreibt: Servus Chef. Fabi, servus, bist du fleißig am Mitkochen oder wie? Und der Hubert Loma fragt, was gibt's heute? Der hat wohl ein bisschen spät eingeschalten. Der ist immer ein bisschen später an, der Hubert. Hubert, wir machen einen Linsensalat mit Chicorée. So. Jetzt hat das Ganze aufkochen lassen. Und je nach Linsensorte, die brauchen jetzt so circa 10 Minuten, Viertelstunde. Die sollten also, wie gesagt, einfach mal schon fast weich sein, aber nicht ganz zerkocht. Das wäre schon wichtig, weil es soll ein Salat sein. Und da lassen wir das Ganze jetzt einfach ein bisschen kochen. Und dann gießen wir es ab. Da wird also ein bisschen Fond überbleiben. Und diesen Linsen-Gewürzfond nenne ich ihn mal, den werden wir nachher noch weiter brauchen. So, jetzt kocht das Ganze schon mal. Carlotta sagt Hallo, Herr Keller. Hallo, Carlotta. So, stehen wir zur Seite. Gut. Bevor wir mit dem Chicory weitermachen, machen wir als nächstes eine Gratiniermasse. Und zwar die nehmen wir dann einfach mal, damit dieser Chicory ein bisschen einen Kick bekommt, gratinieren wir den ein bisschen. Diese Gratiniermasse, die ich jetzt euch gleich zeige, die kann man auch gut für Lamm zum Beispiel hernehmen oder für anderes Gemüse, wenn man was gratinieren möchte. Also eignet sich ganz gut dazu. Und zwar nehmen wir wieder Butter her. Bestehen dort die Masse eigentlich aus Butter, aus Topfen, aus Eigelb, in dem Fall auch aus Orange natürlich, damit es zum Thema ein bisschen passt, und ein bisschen Semmelbrösel. Und das Ganze ist ganz einfach. Die Butter sollte nicht flüssig sein, aber so
Zimmer temperiert. So. Dann mixen wir die ein bisschen auf. Schlagen wir die ein bisschen auf. Würzen es gleich mal. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Carlottas Schwester fragt, Romana passt auch dazu, oder? Romana-Salat passt auch dazu. Den musst du nicht ganz so lang schmoren lassen. Den kannst du eigentlich gerade mal anbraten. Und also genauso auch so kurz halbieren vorher, auch kurz ansalzen, ein bisschen warten, dann anbraten und dann einfach mal den Chicory müssen wir schon so 10 Minuten, 15 Minuten lang richtig schmoren. Beim Romana brauchst du gerade mal so ein paar Minuten, 3-4 Minuten, das reicht dann. Das ist zerkocht dazu zu sehr. So, jetzt haben wir, schaut das Ganze mal so aus, heb sie mal rein, schon ein bisschen heller die Butter. Dann haben wir hier einen Topfen. Den nehmen wir unter. Und die Eigelb. So. Das Ganze nochmal verrühren. Dann haben wir hier Orangenabrieb. Sollte natürlich Bio-Orangen sein und wichtig einfach auch definitiv vorher, auch kurz vorher mit kaltem Wasser kräftig abwaschen, die Orangen. Die restliche Orange nehmen wir dann als Filet her, das zeige ich nachher gleich. Und den Orangensaft brauchen wir nachher auch für den Chicory zum Schmoren. Also haben wir eigentlich alles aufgebraucht. Zwei Leute fragen, was ist Topfen? Quark, Entschuldigung. Nichts anderes wie Quark. Also es darf ruhig ja kein Magerquark sein, sondern richtig gescheiter Quark, fetter Quark. So, das sind Semmelbrösel. Die nehmen wir jetzt ein bisschen runter. Nach und nach, nicht so viel am Anfang. Die Masse sollte schon fest sein. Aber natürlich nicht zu sehr. So, ich glaube, das reicht schon. Gut. So, jetzt schaut die Sache so aus. So, sage ich mal, streichfest ist das jetzt halt. Nochmal Papier. Dann kann man es da aufstreichen. Macht eine zweite Folie drauf. Kann man das Ganze jetzt einfach vorsichtig rollen, dann ist es schön gleichmäßig. Dann kann man es nachher schön aufschneiden. So, braucht es nicht viel, wunderbar. So, das Ganze tue ich jetzt halt in den Kühlschrank rein. Und lass das Ganze jetzt ein bisschen fest werden. Es geht verhältnismäßig schnell, 5 bis 10 Minuten, dann ist die Butter wieder angezogen, ist sie fest und dann kann man es eigentlich schon schneiden. Man kann auch, wenn was überbleibt oder wenn man mehr machen möchte, kann man das Ganze einfach mal auch schneiden und dann auch wirklich einfrieren. Und dann kann man diese Kartarmasse einfach mal nach Gebrauch verwenden. Also wie gesagt, das ist eine gute Geschichte. Kann man für vielerlei Sachen hernehmen. So, Linsen brauchen noch ein bisschen. Jetzt in der Zwischenzeit kümmern wir uns unseren Chicory. Durch den Pfanne.
Ich nehme jetzt ein bisschen Öl. So. Pfanne, Öl, das lassen wir kurz warm werden. Dann brauche ich ein bisschen Schalotten und ein bisschen Ingwer. Das habe ich ein bisschen fein geschnitten. Dann ein Honig, die Orangenfilets. Dann habe ich hier noch einen Orangensaft. Wasser zum Aufgießen. Und Salz und Pfeffer. So. Jetzt tun wir den Chicken mal ganz kurz auf ein Tuch drauf. Dass das Ganze ein bisschen trockener wird. So. Wenn die Pfanne einigermaßen heiß ist, dann tue ich sie auf die Schnittfläche drauf. Und lasse das Ganze anbraten. Den Chicory brate ich an, gebe ihm auch ein bisschen Farbe an der Schnittfläche, dass er so ein bisschen karamellisiert. So, die Linsen, da geht schon, muss man schon ein bisschen aufpassen. Probiere ich gleich mal. Äußere Blätter ab und Keil rausschneiden. Na, äußere Blätter ab, ja, den Keil nicht abschneiden, nicht rausschneiden. Ich zeige es nochmal. Schau her, da sieht man es. Nur halbiert, das waren jetzt ein, zwei Blätter, die wir draußen haben. Und hier den Keil habe ich nur ganz wenig einfach mal abgeschnitten, nur ganz, obwohl das braune war, aber im Endeffekt ist der dran, weil das schmeckt nämlich wunderbar auch. So, so schaut der Chicory angebraten aus. Auf der anderen Seite auch noch kurz anbraten. In der Zwischenzeit tue ich mir die Linsen abgießen. Und fange natürlich diesen Linsenfond auf. Der schmeckt wunderbar. Den brauchen wir jetzt nochmal gleich. So. Dann mache ich die Schalotten dazu. So, dann habe ich hier einen weißen Essig. Lösche ihn mal kurz ab. Orangensaft von einer Orange. An Honig. Wunderbar. Das riecht schon super. Der Honig, der Ingwer, die Orange. Das riecht super. So. Jetzt drehe ich das nochmal auf die Schnittfläche um. Dann gart es nicht besser. So. Andere Seite, wie gesagt, haben wir auch kurz karamellisiert. Und jetzt nehmen wir Wasser her. Gieße das Ganze ein bisschen auf. Ja. Dann nehme ich ein Backpapier her. Lege das so drauf, dass es schön abgedeckt ist.
Und wenn ihr keinen Platz habt, kann ich es jetzt so in den Ofen reinschieben bei 140 Grad. Wenn ich nebenbei noch was anderes kochen muss und lasse das Ganze einfach mal so 10 Minuten, Viertelstunde drinnen. Ich lasse jetzt hier auf dem Herd stehen, weil ich noch ein bisschen Platz habe nebenbei. Und lasse das Ganze ganz leicht, also nicht kochen braucht es nicht viel, so ganz leicht köcheln. Bisschen simmern. So, in der Zwischenzeit die Orangen brauche ich halt für später. Die Orangenfilets. So, in der Zwischenzeit kümmern wir uns um unsere Linsen. Da es ja Linsensalat heißt, machen wir da auch noch ein bisschen mehr rein, außer Linsen, damit es ein bisschen spannender wird. Gut. Ich habe jetzt hier Sesamöl. Man kann auch ein anderes Nussöl hernehmen, aber ich finde jetzt in dem Fall Sesamöl ganz, ganz passend dazu. So, und jetzt natürlich das Ganze mal anbraten. Erstmal Schalotten gewürfelt. Auch gleich ein bisschen würzen. Salz, Pfeffer. Und den Topf, wo ich die Linsen gekocht habe, den lasse ich daneben stehen, weil da kommt nämlich jetzt gleich das Gemüse wieder rein. Kurz und knackig das Gemüse anbraten. Erstmal die Schalotten, nacheinander am besten. Der Peter Mauritz hat gemacht, der lernt auch noch was. Na so, ja. Peter, liebe Grüße in die Oberpfalz. Lass doch gut gehen. So, rein damit. Und dann gleich wieder das nächste. Sesamöl. Machen wir ein paar Karottenwürfel mit rein. Auch wieder schön scharf anbraten. Aufpassen, dass der Rauch mal nicht angeht. Das passiert mir ab und zu daheim. Ich kriege immer geschimpft von meiner Frau. So. Es darf richtig schön knackig sein. Die Würfel natürlich schön klein geschnitten, ist auch wichtig. Also sollten schon fast so klein sein wie die Linsen. Man kann es dann ganz feine Streifen schneiden, ist auch gut. Und rein. So, und jetzt zum Schluss noch. Nochmal Sesamöl rein. Und jetzt hier. Spitzkraut. Auch klein geschnitten. Auch würzen. Ja. Das Gericht ist auch super als Vorspeise, wenn es ja zum Beispiel jetzt auch am Heiligen Abend oder am ersten Weihnachtsfeiertag. Ja, man muss im kleinen Kreis zwar dieses Jahr feiern, aber vielleicht will man dann eben sich gerade Mühe geben beim Kochen. Und das ist auch eine super Vorspeise, lauwarme Vorspeise. Kann man so vegetarisch machen, aber man kann es auch genauso dazu einen gebeizten Lachs dazu machen oder Rauchforelle oder geräucherte Entenbrust, wenn man will. Also da passt auch wirklich viel dazu. Oder man lässt einfach auch vegetarisch. Das ist ein super schöner Einstieg und mal was anderes. Vielleicht die einen oder anderen werden vielleicht mit dem Chicorée ein bisschen sagen, oh, das weiß nicht, ob ich es mag. Aber ihr werdet sehen einfach mal, der Chicorée, wenn man so macht, der schmeckt zwar, der hat einen Charakter, aber er schmeckt jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, einfach mal ganz bitter. Das ist definitiv nicht so. Und wie gesagt, das Wichtige, was ich immer finde bei dem Chicorée ist,
den nicht irgendwie großartig wässern. Wässern ist immer blöd. Wässern ist eigentlich immer, kommt der ganze Geschmack eigentlich raus, den die Natur reingegeben hat. Sollten wir mal aufpassen. So. Das Ganze sieht jetzt mal so aus. Gut, jetzt habe ich mein Gemüse hier. Jetzt mache ich gleich mal ein bisschen Gewürze rein. Einmal ein bisschen an Senf. Scharfen Senf. Dann zum Süßen. Ich nehme mal zum Süßen anstatt, nehme ich mal gerne Honig her. Dann machen wir wieder einen Honig ran. So. Dann vermischen wir das Ganze mal. So. Und die Linsen noch nicht dazugeben. Das hat schon seinen Grund, weil wenn man es jetzt halt einfach mal ein bisschen umrührt, dann macht man auch die Linsen so ein bisschen kaputt. Ja, einfach so erstmal. Dann machen wir wieder Olivenöl dran. Christina fragt, warum muss das Gemüse einzeln angebraten werden? Weil du dadurch einfach mal den Garzustand besser kontrollieren kannst. Also Spitzkraut ist schneller kleingeschnitten. Braten gar, sage ich mal, wie eine Karotte. Karotte braucht ein bisschen länger, darum sollte man es eigentlich einzeln machen. Und Cola Shop interessiert, wann geht es bei den veganen Höfen eigentlich weiter? Baustelle sieht hier umfassend aus. Baustelle ist umfassend, das kann ich ehrlich sagen. Und die veganen Höfe öffnen am Frühjahr, so jetzt mal am 1. Mai ist das große Ziel. So. Öl drinnen, jetzt mal einen Schuss Essig rein. Einen weißen. So. Und jetzt hat die Linsen. Und da ein bisschen aufpassen, dass man nicht beim Umrühren gleich, dass nicht zu viel gedrückt wird. Und dann, ihr seht, es dampft noch. Dann würde ich es auch so draußen stehen lassen, dass es einfach mal wirklich so am besten leicht zimmertemperiert dann serviert werden kann. Man kann, wenn was überbleibt, normal ist, bleibt bei solchen Gerichten eigentlich nie was über. Aber wenn was überbleibt, kann man es natürlich für den nächsten Tag nochmal hernehmen. Man kann es theoretisch auch nochmal einfrieren. Aber wäre schon gut, wenn man sowas eigentlich gleich an dem Tag auch isst. So, jetzt haben wir den Linsensalat. Und jetzt schauen wir mal beim Chicory. Der dampft vor sich hin. Dann nehmen wir mal einen Löffel. Und dann kann man ein bisschen schauen, wenn man da nämlich hinten reinsticht an der Wurzel. Wenn das so ein bisschen noch schwer geht, dann lassen wir es noch ein bisschen, aber der braucht nicht mehr lange. Ja, ganz kurz noch. Braucht noch. Gut, dann habe ich mir noch gedacht, was der ganzen Sache ja gut tun würde, wenn wir was mit Buttermilch machen. Und zwar einen Buttermilchschaum. Dazu eigentlich nur ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. So, den nicht warm machen, den Buttermilchschaum bitte. So, Salz, ein bisschen Pfeffer und dann machen wir noch was von dem Sud, von dem Chicory dazu.
Können wir auch ein bisschen was von unserem Linsenfond dazu machen? Da ist so viel übrig geblieben. Photography RCY sagt Hallo aus Erlangen. Die Albatröfte liegen gerade bereit für die Pasta heute Abend wie früher im Kastell. Albatröfte sind natürlich jetzt einfach auch schon in der Zeit. Passt auch gut zu Linsen, aber nicht zum Chicorée. Der ist ein bisschen heftig. Aber liebe Grüße zurück. Nächstes Jahr um die Trüffelzeit, dann kommt es bitte schön in unser neues Gummirestaurant in Egernhöfen. Name wird noch nicht verraten. Gut. Dann haben wir ja noch unsere Gratiniermasse. Das Ganze sieht so aus, ist jetzt richtig fest geworden. Jetzt können wir das Ganze einfach mal ein bisschen zurechtschneiden und dann einfach auf den Chicorée mit drauflegen. Gerade so wie es braucht. Wie gesagt, das Ganze kann man auch einfrieren. Chicorée dürfte fertig sein. Riecht sehr, sehr gut. Gut, dann nehmen wir mal so ein, die Pfanne nochmal her, was wir vorhin gehabt haben. Machen wir sauber, so. Jetzt schon, ja. Chicorée. So. Legen den einfach in die Pfanne rein und zwar auf die, dass die Schnittfläche nach oben zeigt. Genau. Super. Dann das lasse ich noch ein bisschen mehr einkochen, den Sud. Mal abschmecken mit der. Der kann noch ein bisschen Salz vertragen. Mal ganz mega. So. Und jetzt gehe ich her und beleg den Chicorée mit der Gratinmasse. Hab den Ofen auf Überbacken eingestellt. Dass es verhältnismäßig schnell gratiniert. Und ich mache es immer so, dass ich eine ganz, gratiniere, sondern nur immer so Stücke und lasse immer so aus der Spitze rausschauen. So. So, genau, den Rest kann man aber aufheben, stellen wir wieder kühl und kann man einfrieren. So, das hier sieht jetzt so aus, fängt schon langsam zu laufen an und jetzt tue ich das Ganze im, sieht was? Ja, jetzt tue ich das Ganze einfach mal in den Ofen rein, dann ist es nett, und gratiniere das Ganze. Dann können wir eigentlich schon fast weitermachen. So, jetzt habe ich hier meinen Linsensalat, der ist ein bisschen abgekühlt. Da mache ich jetzt rein ein paar, ich kann jetzt ein paar frische Kräuter machen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier einen Junglauch hergenommen, einen Frühlingslauch.
dass wir ein bisschen eine schöne Farbe drin haben, was grün ist. Man kann Schnittlauch reinmachen, man kann Petersilie reinmachen, Koriander reinmachen. Also das ist wirklich. Dann habe ich hier noch was von dieser, von dem Kochfond. Das ist natürlich mit das Beste. Man schaut, dass der so ein bisschen schlotzig ist. Wie ein guter bayerischer Kartoffelsalat. So. Den Rest mal nochmal in die Buttermilchschaum rein. Gut. So. Jetzt habe ich hier den Fond vom Chicorée. Dann habe ich hier die Orangen. Das Ganze einfach mal einmal durchschwenken. Und das war's schon. Nicht mehr großartig kochen lassen. So. Jetzt mixen wir das Ganze nochmal durch. Und der Chicorée müsste dann eigentlich schon gleich soweit sein. Den Schaum. Dann nehme ich noch ein bisschen her Dill. Dann Kerbel. Peter Mauritz fragt zwischendrin, was es eigentlich Weihnachten beim Grand Chef zum Essen gibt. Also am Heiligabend gibt es auf jeden Fall Ente. Ist der Wunsch der Familie Kellermann. Mit Blaukraut und selbstgemachte geriebene Kartoffelknödel. Das ist der große Wunsch. Das gibt es an Weihnachten, am Heiligabend. Und dann weiß ich nicht weiter. Bin ich ganz ehrlich. Dann schauen wir mal. Irgendwas Schönes noch. Aber Ente muss sein. Gibt es normalerweise eigentlich immer am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, aber bei uns gibt es ausnahmsweise jetzt meinen Heiligabend. Und einen guten Schluck Rotwein dazu. So, Garnitur habe jetzt mal Dill und Kerbel. Dann können wir schon mal anrichten. Aufpassen, das Ding ist heiß. Gut. Dann starten wir mit dem Anrichten. So. Das kann man eigentlich, nachdem wie viel man mag. So, machen wir es wieder. Dann machen wir den Chicorée drauf. So, dann können wir den anderen vielleicht. Was von den Orangen. Je nachdem, 1, 2, hoppala. 3. Ein bisschen was von diesem Sud, von diesem Chicorée-Sud. Nicht zu viel, weil sonst schwimmt so. Wunderbar. Dann machen wir ein bisschen Garnitur. Kerbel. Man kann da einen Rucola-Salat zum Beispiel auch super dazu essen. Ich mache da jetzt gar keine Marinade großartig dran. Man kann es mit ein bisschen Öl anmarinieren. Aber ich würde es eigentlich schon fast so lassen. So, und dann zum Finale. Damit die ganze Sache auch ein bisschen noch frisch ist, machen wir diesen Buttermilchschaum, den wir abgeschmeckt haben, dazu. Und ich schwöre euch, das schmeckt wirklich saugeil und ist mal was anderes. Und ich persönlich würde das einfach mal so lassen. Ich würde da nichts mehr dazu geben. Weder
weder Lachs noch sonst irgendetwas, sondern ich würde es einfach so pur essen, dass es wirklich mal ein schönes vegetarisches Gericht ist und auch sättigend ist. Kann man gerne mal auch, wenn man sagt, einfach mal, jetzt isst man die dauernd Ente und ein bisschen was Schweres an Weihnachten, dann kann man sich es auch gerne mal einfach mal wirklich als vegetarischen Hauptgang sozusagen machen. Und mehr brauchst du nicht. Sensationell, lieber Thomas. Grüße an alle. Fabian Göpfert schreibt noch, jetzt bekommen Flo und Arne ausnahmsweise auch mal ein gesundes Abendessen. Schmidthofer schreibt, tolles Gericht, werde ich nachkochen. Kolaschaffen schreibt, bitte nach München liefern. Und Kolaschaffen schreibt, wer wäscht ab? Wer heute abwäscht oder generell zu Hause ab? Wer heute abwäscht, also heute wäscht der Arne ab, der Nette. Der Arne könnte mal, komm her, Arne. Arne hilft immer, wir müssen ja Abstand halten. Arne hilft immer und da ist immer live dabei. Und der Moritz sagt zum Schluss und Gruß aus der Oberpfalz und er hofft, dass sie selbst auch was zum Ausstoßen haben. Das glaubst du aber wohl. Ich wünsche euch einfach alles Gute, bleibt gesund, das ist das Wichtigste, glaube ich, in der Zeit und viel Spaß beim Nachkochen. Und einen Gefallen, eine Bitte habe ich noch einfach mal, jetzt unsere Gastronomen nicht vergessen. Also bitteschön, schaut einfach mal, dass die Gastronomie unterstützt. Die machen viel To-Go-Essen, die geben sich alle ganz, ganz viele Mühe. Und ich glaube, in der Zeit müssen wir es jetzt wirklich unterstützen, weil das wird noch eine Zeit lang gehen, glaube ich. Und ja, alles Gute, bis bald, Servus.